Hallo liebe Hausbauhelden, in unserer heutigen Haustour zeige ich euch den Bungalow Ebenleben von Weberhaus. Über diesen Bungalow hatten wir ganz an den Anfangszeiten unseres Kanals schon mal einen Hauscheck mit Bildern gemacht und haben ganz, ganz viele Nachfragen dazu bekommen. Deshalb freue ich mich besonders, dass wir heute live hier vor Ort sein dürfen. Denn eine selbstgenutzte Immobilie gilt immer noch als beste Altersvorsorge, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllt, nämlich möglichst lange selbstständig zu bewohnen, flexibel, barrierefrei und mit geringem Energiebedarf zu betreiben ist. Und ob das alles hier so funktioniert, schauen wir uns heute zusammen an. Dieser Bungalow steht hier als Musterhaus am Firmenstandort schon seit 10 Jahren. Das ist ganz wichtig, weil hier schon fast 500.000 Besucher durchgelaufen sind und wir uns nachher mal anschauen werden, wie verschiedene Materialien so gealtert sind. Von den Außenmaßen haben wir hier ungefähr 12,80 Meter mal 15,75 Meter, Wohnfläche etwa 141 Quadratmeter. Eingeschlossen ist hier diese hinter mir liegende 15 Quadratmeter große eingezogene überdachte Terrasse, die wir uns nachher noch genauer anschauen werden, die auch ganz viel mit dem komfortablen Leben im Alter zu tun hat. Wenn man nicht mehr so viel rauskommt, ist es umso wichtiger, dass man geschützte und gut erreichbare, also barrierefrei erreichbare Freiräume ums Haus hat. Wir haben hier eine ganz moderne, klassische Architektursprache, weiße Putzfassaden, gerade Linienführungen, große Glasflächen, die auch viel Tageslicht reinbringen. Und was ich besonders schön finde, die Attika ist hier weitergezogen, so als Luftbalken und fasst diese Terrasse wirklich sehr schön, also den Außenraum. Wenn wir jetzt hier stehen, können wir auch schon sehen, da gibt es so ein etwas höher gesetztes Glasdach, das so leicht geneigt ist nach innen hin und dann hier entwässert an dieser Stelle. Das heißt, ihr könnt da wirklich alles stehen lassen. Der Regen bleibt draußen, die Sonne kommt rein, was auch für die dahinterliegenden Wohnbereiche ganz wichtig ist. Und klar ist natürlich so ein Glasdach, gerade wenn da große Bäume drüber stehen, ist natürlich auch immer, da liegt was drauf, das müsst ihr putzen oder ihr müsst es einfach so nehmen, wie es ist. Auf jeden Fall bringt es ganz, ganz viele Vorteile an dieser Stelle. Was man auch sehen kann, wir haben hier ein bekiestes Flachdach und es gibt unterschiedlich hohe Attikas. Das ist natürlich einmal ganz schön, weil es so ein bisschen den Baukörper gliedert, also diese verschiedenen Kuben und Volumen ein bisschen absetzt. Es hat aber auch statische Gründe, die unter anderem mit dieser besonderen Glasfront zusammenhängen. Das sage ich euch nachher, wenn wir drin sind, da schauen wir uns das noch mal ein bisschen genauer an. Ihr könnt hier schon sehen, dass die Fallrohre, die Entwässerung immer in der Farbe gestrichen sind, wie die Wand oder Konstruktion dahinter. Das sind so eckige Fallrohre, das ist eben auch besonders modern und geradlinig. Und wir haben auch diese Elemente wie diese hochliegenden Fensterbänder. Dahinter steht das Bett. Das werden wir uns von innen natürlich auch anschauen. Und hier eben nochmal diese unterschiedliche Ausbildung von der Höhe. Von der Ausstattung ist das ganze Haus sehr hochwertig, auf eine anspruchsvolle Zielgruppe ausgelegt. Wir werden drin auch ganz viel Sonderausstattung sehen, aber das geht natürlich auch anders. Hier haben wir jetzt Holz-Alu-Fenster dreifach verglast. Von den Farbtönen haben wir außer Weiß hier Basaltgrau und Graphitgrau. Das sind zwei Ralltöne, die sehr ähnlich sind, 7012 und 7024. Kann man schon sehen, da oben die Blecharbeiten in vorbewittertem Titanzink, das ist dann Schiefergrau. Und hier sieht man jetzt auch, wo die Dachentwässerung rauskommt, dass da wirklich ein sehr, sehr hoher Attika-Aufbau ist. Das sind hier 94 cm und das hängt, wie gesagt, mit der Statik zusammen für diese großen Glasfassaden. Da haben wir nämlich einen Überzug, das zeige ich euch nachher noch. Und was ihr da seht, das ist jetzt die Notentwässerung von dem Kiesflachdach und man sieht schon, da ist in 10 Jahren nie was rausgekommen. Das ist eben Vorschrift, dass es das irgendwo gibt.
Hinter der weißen Putzfassade haben wir eine diffusionsoffene Holzverbundkonstruktion. Das ist ja eine vorgefertigte Bauweise hier mit Mineralfaserdämmung und außen einem Wärmedämmverbundsystem auf Holzfaserbasis, das wirklich sehr, sehr gute Wärmespeicherfähigkeit und Dämmfähigkeit hat. Das ist ja auch wichtig für die niedrigen Energiekosten. Und hier sehen wir jetzt auch schon den Eingangsbereich, der in dem Fall vorbildlich gestaltet ist mit so einem eingezogenen Bereich, der Wind- und regengeschützt ist. Das heißt, man kann auch, wenn man jetzt mal ein bisschen länger braucht, um die Tür aufzumachen, hier im Trockenen stehen und ankommen. Man sieht, es gibt eine Kamera, die auch ins Smart Home System eingebunden werden kann. Es ist ein funkbasiertes System hier drin, das auch sehr einfach und komfortabel zu bedienen ist und so die Basic-Funktionen bietet, aber natürlich auch erweiterbar ist. Und hinter dieser wunderschön gestalteten Holzeingangstür, die eine lichte Durchgangsbreite von einem Meter bietet und eine sehr, sehr flache Schwelle, was eben auch barrierearm ausgestaltet ist, schauen wir uns jetzt die Diele an. Ist 12,8 Quadratmeter groß und was ganz wichtig ist, es gibt hier keine Engstellen. Wir haben hier eine lichte Breite noch von 1,80 Meter, um die Ecke zu den Privaträumen hin immerhin noch von 1,60 Meter. Und was ich immer besonders schön und wichtig finde, hier gibt es eine ganz tiefe Schranknische, die raumhoch und wirklich die ganze Breite ausnutzen mit einem Garderobenschrank gefüllt ist. Hier bekommt man also wirklich ganz, ganz viel unter, von Schuhen bis hin zu jahreszeitlich abgestimmter Garderobe, und das ist ganz wichtig. Schön in so einem Haus ist auch, wenn man im Eingangsbereich noch eine Sitzmöglichkeit hat. Das wäre aber hier sicher auch noch realisierbar. Von der Raumhöhe ist es hier erhöht auf 2,67 Meter statt die normalen etwa 2,50 Meter. Auch die Innentüren sind dann erhöht. Das ist total wichtig, dass man das auch anpasst. Das sind hier 2,26 Meter statt 2,01 Meter. Und was ich schade finde und euch empfehlen würde, die Türen dann auch gleich zu verbreitern. Die sind jetzt hier nur mit einer Durchgangsbreite Licht 80 cm, wenn ihr da 90 cm oder sogar einen Meter, dann wird es aber schon sehr breit reinmacht, seid ihr auch in Zukunft, was die Barrierefreiheit angeht, für alles gerüstet. Auf dem Boden haben wir hier ein ganz, ganz pflegeleichtes Feinsteinzeug. Das ist jetzt so ein Format, das vor 10 Jahren noch üblich war, 45 x 90 cm Haut. Da hat man ja die großen quadratischen Formate, aber man sieht schon, diesem Material haben die 500.000 Besucher überhaupt nichts anhaben können. Was das da hinter mir für zwei Türen sind, schauen wir uns nachher an. Jetzt gehen wir erstmal in den großen Wohn-Ess-Koch-Bereich und hier sieht man als erstes den Vorteil dieser langen Sichtachse. Wir haben hier von der Tür fast 14 Meter Länge und dadurch, dass das dann verglast ist, schweift der Blick weiter raus ins Grüne und auch das gibt ein ganz, ganz großes Gefühl von Großzügigkeit und Freiheit, was hier ein ganz wichtiger Planungsaspekt war. Dieser offene Wohn-Ess-Kochbereich hat etwa 62 Quadratmeter insgesamt, die übrigens, wie ich finde, sehr schön gegliedert sind. Das werden wir uns gleich anschauen. Hinter mir liegt jetzt der Essbereich, der etwa 25,7 Quadratmeter davon einnimmt. Ganz am Anfang fällt natürlich sofort hier diese Natursteinwand ins Auge. Das ist ein weißer Quarzit in so einer Brickstone-Verblenderoptik, also ein echter Naturstein, der wirklich ganz, ganz schön hier aussieht. Durch das Streiflicht hier, durch die LED-Leiste und auch von der Seite wirkt dieser 3D-Effekt besonders schön. Muss euch natürlich klar sein, wenn man in so einer Wand dann Steckdosen oder Elektroinstallationen drin hat, hier sind sie jetzt eingebaut. Da hat es ganz gut funktioniert, aber das ist ein bisschen tricky und da kann man natürlich jetzt auch nichts aufhängen in dem Sinne, also nicht einfach mal einen Nagel in die Wand schlagen. Aber vielleicht ist so eine Wand auch einfach so, wie sie ist, schon Schmuck genug. Platz für einen großen Tisch hat man hier auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir hier schon zum ersten Highlight dieses Hauses. Das sind die
optisch rahmenlosen, wirklich geschosshohen Glaselement. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Man hat also den Rahmen in den Wänden, in der Decke und auch im Boden versenkt. Das sind Riesenelemente, das ist wahnsinnig teuer. Aber ich finde, es ist auch wirklich wahnsinnig schön. So große Verglasungen sind im Alter auch eine tolle Sache, weil man eben auch im Sitzen oder im Liegen immer rausgucken kann. Gerade wenn man vielleicht nicht mehr so mobil ist und nicht mehr so viel rauskommt, dann haben wir hier so einen ganz filigranen, eleganten Öffnungsmechanismus. Und die sind auch sehr schmal von den Rahmen. Das ist jetzt kein Holz-Alu, es ist auch kein Kunststoff, sondern es ist so ein glasfaserverstärkter Kunststoff. Das muss einfach sein wegen der Wärmedämmeigenschaften. Und dann sieht man schon so ein schwellenfreier Übergang hier. Das ist natürlich alles auch eine Sonderausstattung. Und dadurch wird eben auch die Attika so hoch. Wir haben ja eben gesehen, 94 cm außen, weil hier die Rahmen versenkt sind. Dann haben wir noch die Versenkung für diese eingelassenen Jalousien, die da laufen, die Lamellenjalousien. Und oben drüber ist dann erst das statische Element, also der Überzug. Deshalb braucht man da eben auch so einen hohen Aufbau drüber. Auch das sind natürlich Kosten, Folgekosten dieser besonderen Verglasung. Auch statisch notwendig ist dann in den Ecken natürlich jeweils hier und da diese Stahlstütze. Und jetzt bin ich auch hier schon an dieser Seilführung hängen geblieben. Das wäre noch eine Sache, wo mir jetzt gerade auch nichts Besseres einfällt, aber die stehen da natürlich so ein bisschen im Weg. Dieser Öffnungsflügel, wie gesagt, die sind dann auch 2,67 hoch, ist 1,40 breit, liegt das Durchgangsmaß, hat man hier noch 1,30 und dann ist das natürlich hier ein bisschen schade. Aber wie gesagt, Lamellenjalousien brauchen eine Seilschienenführung. Hier ist dann im Anschluss draußen ein Echtholz. Da sieht man dann nach 10 Jahren, wenn da doch mal ein bisschen Feuchtigkeit hinkommt, verändert sich das ein bisschen. Finde ich jetzt nicht schlimm, weil Holz lebt. Hier drin haben wir auch ein Echtholz. Und das ist jetzt so eine Eiche Landhausdiele. Die ist gekelkt, also weiß gekelkt, dass sie ein bisschen einheitlicher ist, ist so Vintage-Optik. Das heißt, man hat hier so verspachtelte Schlitze drin, ist an allen 4 Seiten so ein bisschen abgefasst. Dadurch bekommt es noch so ein bisschen einen landhausigeren Charakter. Und die hat sich hier wirklich sehr, sehr gut gehalten, wenn man überlegt, wie viele Leute hier in den letzten 10 Jahren durchgelaufen sind. Dieser Freiraum ist dadurch, dass er eben angeschlossen ist mit diesen bodentiefen Verglasungen, wirklich ein Outdoor-Wohnzimmer. Und man sieht jetzt auch schon bei schönem Wetter, wie viel Licht da reinkommt. Wenn ihr da jetzt ein geschlossenes Dach drüber hättet, wäre das natürlich hier witzlos mit diesen riesen Elementen. Und jetzt gehen wir mal weiter in den Wohnbereich. Dieser Wohnbereich hat jetzt von den eingangs erwähnten 62 Quadratmetern etwa 24,6 Quadratmeter. Und hier haben wir jetzt wirklich diese riesigen Glaselemente. Hier sind es etwa 2,08 Meter. Auf der Seite sind es sogar 2,54 Meter, was die Elemente breit sind. Was hier sehr, sehr schön ist, dass diese Rahmen so schmal sind. Man hat hier knapp 4 cm Profilstärke und dadurch sind die Scheiben auch versetzt angeordnet. Also wenn ihr nachher mal hier runter guckt auf den Boden, könnt ihr sehen, diese Scheibe sitzt etwas weiter vorne als die andere, weil man die an der gleichen Stelle gar nicht in diesen schmalen Rahmen einbinden kann. Auch das ist natürlich eine Sache, die sich dann hier unten am Boden optisch abzeichnet. Wenn ihr so Glaswände habt, könnt ihr da natürlich auch keine Steckdosen unterbringen. Deshalb ist da hinten in der Ecke auch gedacht worden an so eine Bodensteckdose. Immer dran denken, wenn da was drin steckt, ist natürlich die Klappe offen. Dann sieht das nicht mehr so schick aus, aber es ist super praktisch, wenn man dann da eben auch eine Leselampe integrieren kann. Hier haben wir jetzt so einen Kaminblock, der eben diesen Raum so gut gliedert. Also das heißt ganz locker den Kochbereich und hier den Wohnbereich optisch abtrennt. Der ist jetzt 1,60 breit. Da ist dieser kaminintegrierte Ofen drin und eine Holzlege integriert. Natürlich muss es hier so einen Druckwächter geben, weil das Haus hat ja eine kontrollierte Lüftungsanlage. Ihr könnt hier auch mal die Zuluft sehen im Wohnzimmer an der Decke. Die Abluft ist dann in der Küche und da muss eben immer darauf geachtet werden, dass da jetzt nicht das Verbrennungsgas in die Raumluft gesaugt wird. Das ist also nicht so ganz easy, sowas da zu integrieren, aber es ist möglich, wenn man es frühzeitig einplant.
Hier hinter mir geht es jetzt in den Kochbereich, der noch mal etwa 12 Quadratmeter groß ist. Auch hier haben wir jetzt eine Durchgangsbreite von 1,40 Meter. Das heißt, das ist also alles ganz, ganz locker möglich, breit genug, genug Bewegungsflächen. Und wir schauen uns vielleicht erst diese Seite an. Da gibt es jetzt so ein langes, schmales Fensterband, was ich immer sehr schön finde, wenn das hier direkt in die Arbeitsplatte reinläuft. Dieses Glas hat jetzt hier eine Höhe von 40 cm. Es könnte für meinen Geschmack fast noch ein bisschen höher sein. Ihr müsst halt nur immer gucken, dass ihr dann die Höhe von den Oberschränken noch so habt, dass er da gut drankommt. Das ist jetzt hier überhaupt kein Problem. Und wenn die so nach oben aufklappen, stößt man sich da auch nicht den Kopf, wenn die aufstehen. Wir haben also hier die 40 cm. Das Ding ist 2,80 breit. Das bezieht sich jetzt jeweils auf die Lichte von diesem Glas. Und was ich ja ganz toll finde, ist diese Milchglas-Arbeitsplatte. Die ist gut zu reinigen und auch pflegeleicht. Nur müsst ihr da immer gucken, diese Kanten sind natürlich splitterempfindlich. Diese ist jetzt tatsächlich fast 14 mm dick und hat rundherum so gefaste Kanten und ist hier sehr gut bündig eingearbeitet. Das muss einfach hochwertig und gut gemacht sein, sonst schlagt ihr euch mit irgendwelchen Töpfen da gerne mal die Glaskante ab. So sieht es natürlich irgendwie super schick aus und ist auch wirklich gut zu haben. Hier hinten in der Ecke sehen wir jetzt so eine praktische Lösung für die Nische. Wenn man da so ein Schiebeding hat, kann man da irgendwie Sachen rein verschwinden lassen und auch mal zumachen. Hier ist dann Platz für den Backofen in Bedienhöhe und daneben, wie ja klassischerweise oft angeordnet, der Kühlschrank. Und da geht es noch eine kleine Speisekammer bzw. zum Kochblock, wo wir jetzt auch gleich noch mal gucken. Der Kochtresen ist jetzt hier angeschlossen an diese Trennwand, wo der Kamin drin ist. Das lässt sich hier sehr gut verbinden gestalterisch. Der hat jetzt hier nur 93 x 1,53. Ich finde es immer schön, wenn man um das Kochfeld rum noch ein bisschen mehr Arbeitsfläche hat. Hier ist jetzt der Durchgang noch 1,06 Meter. Das würde ich jetzt vielleicht nicht weiter verschmälern. Aber man könnte natürlich hier in der Tiefe noch ein bisschen mehr nutzen. Unter diesem Sitztresen sind dann auch noch mal so, ist noch mal Stauraum, so Türen, die da aufgehen. Ich weiß immer nicht, wenn da die Hocker davor stehen, was man dann da reinmacht. Das könnt ihr euch ja vielleicht auch überlegen. Und was natürlich wichtig ist, wir haben jetzt hier eine Küche, die hinten keinen Öffnungsflügel im Fenster hat, dass ihr hier einen leistungsstarken Dunstabzug drüber habt. Also das hier ist jetzt ein Element, das eben absaugt. Da ist auch integriertes Licht drin, dass ihr es hier beim Kochen dann auch schön hell haben könnt. Und natürlich gibt es jetzt hier in der Decke, wie ich euch gesagt habe, auch nochmal die Absaugung von der kontrollierten Lüftungsanlage, sodass es eigentlich kein Problem sein dürfte. Zum Thema Türenbreite hatte ich euch ja eben schon was gesagt. Hier ist jetzt eine kleine Speisekammer dahinter mit 1,6 Quadratmetern, was natürlich wahnsinnig praktisch ist, direkt neben der Küche und auch schön. Die Tür ist jetzt eben auch erhöht, das hatte ich euch ja schon gesagt, und dadurch wirkt die besonders schmal. Sie hat aber tatsächlich auch nur noch 57 cm lichte Durchgangsbreite und das finde ich jetzt ein bisschen wenig. Man hätte hier von der Raumtiefe noch mehr, also auch eine breitere Tür hingekriegt, aber man hat sich hier entschieden, dass man eben dahinter noch die 40 cm hat, sodass man auch da noch ein Regal stellen könnte. Da muss man sich eben entscheiden, so ist eben der Platz in der Speisekammer besser nutzbar. Und bevor wir jetzt in die Schlaf- und Wellnessräume gehen, schauen wir gleich hier kurz um die Ecke nochmal in die Nebenräume. Bevor wir jetzt in den Technikraum gehen, noch mal ein ganz kurzes Wort zur Smart Home Technologie. Wir haben hier ein funkbasiertes, erweiterbares System drin, mit dem sich Licht und Beschattung steuern lassen. Wenn euch das genauer interessiert, wir haben schon mal eine ausführliche Haustour gemacht, wo wir auch die bei diesem Hersteller eingesetzte Smart Home Technik erläutert haben und die blende ich euch auch noch mal ein. Hier ist jetzt der Technik- und Abstellraum, Hausanschlussraum, Hauswirtschaftsraum. Das sind hier 8,2 Quadratmeter. Im Musterhaus ist ja Fernwärme drin. Da ist jetzt also hier nur die Lüftungsanlage. Aber hier ist auf jeden Fall auch noch Platz für Waschmaschine und Trockner. Wäre auch Platz für eine Batterie, für die Hausanschlüsse. Es ist nochmal ein Waschbecken drin, sodass man hier eigentlich alles unterbekommt. Ihr müsst natürlich, wenn ihr auf Bodenplatte baut, ohne Keller, auch gucken, dass ihr genug Stauraum und Abstellfläche habt.
Hier nebenan gibt es noch einen kleinen flexiblen Raum. Das ist jetzt hier ein Büro. Wäre natürlich im Zweifelsfall das Gästezimmer, wenn mal die erwachsenen Kinder zu Besuch kommen oder mal kurzzeitig eine Pflegekraft untergebracht werden muss. Das sind jetzt hier 12 Quadratmeter. Wie gesagt, im Musterhaus ist es ein Beraterbüro. Sehr schön, dass es hier nochmal so eine breite, bodentiefe Tür gibt, die einfach auch viel Licht und Qualität hier reinholt. Und wo wir hier gerade stehen bei dieser Tür, hier sind sehr, sehr schicke Drückergarnituren drin, die übrigens auch an den Fenstergriffen wieder auftauchen, was ich schön finde. Ich würde euch nur empfehlen, die Dinger nicht nur nach Optik, sondern auch nach Haptik auszusuchen, denn sie sind jetzt nicht besonders gut anzupacken, aber das nur am Rande. Hier um die Ecke gibt es dann natürlich zu diesem Gästezimmer auch noch ein Gästebad. Das wäre dann eben auch wichtig, dass die nicht in euren Privatbereich rein müssen, die Leute. Und da schauen wir jetzt als nächstes rein. Liegt jetzt das Gästebad, das mit 5,6 Quadratmetern eigentlich relativ großzügig bemessen ist. Aber es ist lang und schmal und es ist gar nicht ganz so leicht, das sinnvoll einzurichten. Also wir haben jetzt hier Waschbecken und WC an dieser durchgehenden Installationswand. Das finde ich immer sehr schön. Dann hat man hier eine gute Ablage, einen großen Spiegel. Und hier hinter ist jetzt die Dusche. Das ist eine bodengleich gefließte Dusche mit einem Ablauf an der Wand nach da. Und die ist jetzt 70 x 1,40, also eigentlich recht groß. Aber wir haben jetzt hier diesen aufwendigen Duschkopf mit der vor der Wand laufenden Installation. Dann habe ich mit der 70 cm Tiefe, habe ich es hier schon echt eng. Also das würde ich mir überlegen. Da könnte man sicherlich auch was machen mit einer Installation, die dann unter der Fliesenwand liegt. Dann hat man da nicht noch weniger Platz. Und natürlich immer wieder das Thema bodentiefes Fenster direkt neben der Eingangstür im Bad. Da muss man halt was davor machen. Oder man entscheidet sich gleich für ein Element mit Brüstung. Und jetzt schauen wir gleich hier um die Ecke in den großen Privatbereich mit Wellnessbad, Ankleide und Schlafzimmer. Der Privatbereich wird quasi über die Ankleide erschlossen. Ganz wichtig ist auch hier, wir haben hier im Vorbereich eine Bewegungsfläche, die ist mal 1,50 x 1,50. Das reicht also auf jeden Fall. Hier ist die Durchgangsbreite ins Schlafzimmer noch 1,20 m. Und hier geradeaus geht es in eine knapp 5 Quadratmeter große Ankleide, die wirklich jetzt mal schlau geplant ist, weil wir haben auf beiden Seiten die 60 cm Tiefe. Das heißt, man kann hier wirklich Raum hoch in der ganzen Breite, große Schränke mit Schiebetüren reinkriegen, hat hinten auch das Tageslicht, sodass das hier wirklich sehr gut funktioniert. Dieser Schlafbereich hat etwa 18,8 Quadratmeter. Das klingt jetzt vielleicht erstmal viel, ist aber auch wirklich sinnvoll, weil dann hat man eben auch hier genug Bewegungsflächen ums Bett. Sehr schön ist immer so ein hochliegendes Fensterband über dem Bett. Hier ist jetzt die Brüstungshöhe, glaube fast 1,65. Ganz so hoch muss es nicht sein. Das ist das gleiche Format wie in der Küche übrigens. Also die Glasscheibe 40 cm x 2,80 ungefähr. Aber ein hochliegendes Fenster über dem Bett ist gut. Dann könnt ihr da auch ein Boxspringbett oder was Höheres hinstellen mit Rückenteil, ohne dass es Probleme gibt. Highlight ist natürlich auch hier wieder diese raumhohe Verglasung. Auch hier gibt es wieder so eine riesengroße Schiebetür, die man aufmachen kann, die auch wirklich super leicht laufen, obwohl die ja hier seit 10 Jahren in dieser Holzkonstruktion drin sitzen. Und da ist es natürlich auch wieder ganz wichtig, wenn ihr jetzt mal länger bettlägerig seid, habt ihr in so einem Bett mit einem Ausblick an diesen geschützten Freiraum wirklich auch noch viel Licht. Ihr könnt rausgucken und habt den Bezug nach draußen. Und hier direkt geradeaus geht's ins Badezimmer. Das Bad ist sinnvollerweise über eine Schiebetür angeschlossen, die hier auch nicht im Weg steht. Würde ich euch empfehlen, da in was zu investieren, was auch eine Führungsschiene im Boden hat, was einfach leichtläufig ist.
Und die lichte Breite sind jetzt hier nur etwa 80 oder 75 cm. Das dürfte gerne auch mehr sein. Auch das wäre hier jetzt vom Grundriss her kein Problem, das hinzukriegen. Wenn wir jetzt hier reinkommen, das Bad hat 13 Quadratmeter Fläche. Und hier auf der Seite sehen wir gleich diese, wie ich finde, sehr schöne Wannensituation. Die Wanne ist auf dem Estrich aufgesetzt. Das heißt, die liegt ein bisschen tiefer, sodass die Einstiegshöhe nicht so groß ist. Sehr schön ist diese vorgesetzte Wand mit diesen perlmuttartigen Fliesen, die so ein bisschen diese Mosaikfliesenoptik haben. Es ist aber eine Fliese, 25 x 70 cm hier an der Wand. Auf dem Boden haben wir 60 x 60 und hier um die Ecke ist dann das, wie ich immer zu sagen, Pflegeklo mit Aussicht. Also auch da müsste man sich natürlich überlegen, weil das jetzt auch die Eingangsseite ist, ob man da mit einer Brüstung arbeitet oder von unten was davor macht oder ob man vielleicht die Toilette sogar in die Nische hinter die Teewand packt. Da schauen wir jetzt mal hin. Das ist hier die klassische Teewand, wo jetzt eben hier die bodengleiche Walk-in-Dusche ist. Das ist schon mal toll. Die ist 1,60 x 1,20. Die ist also wirklich breit. Hier kann man toll duschen. Dieser Durchgang sind dann nur noch 87. Das dürfte dann gerne auch ein bisschen mehr sein. Und vor allen Dingen diese Wand hier, das sind dann nur noch 70 cm Spritzschutz. Da würde ich mir jetzt wirklich überlegen, diese Nische etwas tiefer zu machen. Dann könnt ihr hier wirklich gut duschen, habt einen barrierefreien Eingang. Und dann ist natürlich jetzt da hinten nicht mehr unbedingt Platz für die Sauna, so wie es hier der Fall ist. Da ist jetzt also wellnessmäßig noch so eine kleine Sauna drin, die eben dann auch irgendwie knapp nur 1,20 Meter hat. Ist also nichts für Leute mit Klaustrophobie, aber natürlich ein tolles Feature, gerade wenn man älter ist und öfter Rückenschmerzen hat. Hier vor Kopf ist dann klassischerweise ein Doppelwaschtisch, hier mit so einem langgezogenen Einerwaschbecken. Das finde ich persönlich schön. Ich weiß nicht, wie praktisch das ist. Das ist nämlich jetzt sehr schmal, aber es ist 1,30 lang. Da kann man also wunderbar auch zu zweit nebeneinander stehen. Jetzt haben wir alle Räume hier im Bungalow Ebenleben gesehen. Wenn ihr euch die Grundrisse oder auch mögliche Grundrissvarianten mit Keller und Aufzug mal anschauen wollt, habe ich euch wie immer unten einen Link in unsere Hausdatenbank gesetzt, wo ihr das alles findet. Da gibt es auch eine Preisinfo in der Description. Und wenn ihr euch das Musterhaus mal selber anschauen wollt, es steht hier am Firmenstandort im eigenen Musterhauspark. Hier gibt es insgesamt 9 Häuser und auch noch eine Poolausstellung zu besichtigen. Dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 6 Euro in diesem Park. Für Kinder bis 12 Jahre ist er frei. Wenn ihr noch andere Haustouren auch mit der Haustechnik oder der Smart Home Technik zu diesem Hersteller sehen wollt, habe ich euch auch noch mal verlinkt. Und wenn ihr insgesamt noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.